Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zum Farming Simulator oder Deutsch besser bekannt als Landwirtschaftssimulator 2017 und wir werden hier mal anfangen mit dem Feld hier. Achso, warte mal, wir müssen vorher genau dazu machen und dann stellen wir gleich einen Helfer ein, der für uns das Feld hier aberntet und wir kümmern uns derweil um das zweite Feld, das wir hier haben. Map ist die Sosnowska vom ganz normalen Standard-Pack. Ich habe hier keine Mods drauf. Ich möchte einfach ganz normal zocken und zu was bringen. So, wir fahren mit dem kleinen Trecker hier erstmal zu unserem zweiten Feld. Und lassen hier auch den Helfer arbeiten. Und mit unserem großen Trecker fahren wir erstmal gegen die Leiter. Und dann zum Shop. Weil wir müssen ein paar Sachen uns kaufen. Ich habe die Map schon ein bisschen ausprobiert. Und wir starten hier als Forstwirt, um möglichst schnell von unseren Schulden runterzukommen. Wir haben zu Beginn, glaube ich, 25.000 Schulden. Und werden gleich noch ein bisschen mehr an Schulden machen müssen, um uns die nötigen Maschinen zu kaufen, und werden gleich noch ein bisschen mehr Kohle eben ausgeben. Wir müssen auch vorher den Trecker hier noch ein bisschen konfigurieren. Ich hoffe, dass mit dem Ton passt jetzt alles. Ich habe vorher ein bisschen getestet. So. Konfigurieren. Frontlader, ja. Und ich glaube, diesmal nehmen wir auch die größere Motorvariante. So. Und dann müssen wir gucken, was wir alles kaufen müssen. Frontlader. Den normalen in der Hauptfarbe. Glas. Eigentlich sollte die Farbe so heißen. Wäre viel cooler. Eine Poltergabel, auch in der Farbe Glas. So. Also haben wir überhaupt noch Kohle? Hat das jetzt geklappt? So, und jetzt müssen wir ein bisschen was uns holen. 30.000 für den Lader. 17 dafür, sind 48 brauchen wir. Das hier wollen wir auch. Die Baumsäge 48 plus 6 sind 54, 55 für eine Kettensäge und dann brauchen wir noch die Dolly 54, also 64. Das kommt jetzt noch bei uns dazu. Ja. 140.000 haben wir jetzt Schulden. Breitreifen-Setup. Dann eine Stielkettensäge. Die Baumsäge. Den Fliegel Timber Runner. Auch mit Breitreifen. Und jetzt brauchen wir noch den Ladewagen. Und jetzt haben wir alles. Nein, ein Gewicht haben wir vergessen. Das kostet 1400. Dann nehmen wir ein kleineres. Das hier. Nee, das kleinere. Ich will das große haben.
Ich will eben noch mal 5000 aufnehmen. Auf die kommt es jetzt nicht mehr an. So. Somit hätten wir mal knapp 70.000 ausgegeben. Und fahren auch gleich zum Abholen. Warte mal, den Frontlader könnte ich eigentlich gleich dran machen. Dann hätten wir das nämlich schon weg, wenn wir gleich wiederkommen. Die Baumsäge. Nein, vorwärts. Manchmal komme ich da durcheinander. Die Baumsäge steht falsch rum. Ist denn unser Gewicht hin eigentlich? Gewicht haben wir doch auch noch gekauft. Ich gerade mal gucken. Haben die uns das Gewicht nicht verkauft? Ah doch, das steht draußen. Gut, wir bringen jetzt erstmal den Ladewagen hier weg. Die Vorfahrt hier achten wir mal gar nicht, ja? Wir fahren hier einfach gemütlich raus. Wir müssen unseren Zeitplan einhalten, ja, wir müssen Gas geben. Nicht immer so lange warten, bis die Fahrzeuge vorbeifahren und so. Wir sind in Russland, da gibt es keine Verkehrsregeln. Beziehungsweise wahrscheinlich bloß die einzigste Regel ist, wer stärker ist, gewinnt. Und mit dem Trecker habe ich hier, glaube ich, gegen die Autos gute Chancen. So. Da sind wir auch schon wieder zu Hause. Wir fangen jetzt auch einfach mal hier an, das Stroh aufzunehmen. Gucken mal, wie weit wir diese Folge kommen. Ich möchte ein bisschen Stroh machen und eigentlich erst in der zweiten Folge mit der Forstwirtschaft wirklich anfangen. Weil wir müssen ja auch nach unseren Feldern gucken, ja. Forstwirtschaft wird nicht nur unser einzigster Zweig sein, aber natürlich einen großen Anteil haben, zumindest am Anfang. Damit wir zu Geld kommen. Oh, jetzt habe ich doch jede Reihe genommen. Egal. Wird schon gehen, es wird schon gehen. Wir lassen es nicht mehr stehen. So. Sieht gut aus, Ladewagen ist zu 50% voll. Bisschen was haben wir noch hier liegen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich die erste Ladung abgeliefert habe, dann holen wir unser restliches Equipment. Nicht, dass wir das vergessen. Wäre ja doof, 70.000 Euro zu vergessen. Wobei eigentlich das teuerste war der Ladewagen. 31.000 für so ein altes kleines Ding.
passen bloß 21.000 Tonnen rein. Nein, Quatsch, 21 Tonnen. Wenn das nach Tonnen gerechnet wird. Ja, die Felder hier sind sehr teuer. Also das große geradeaus vor uns, das kostet glaube ich so. Scheiße! Jetzt habe ich auch noch unseren Helfer behindert. Das war so nicht geplant. Ladewagen gleich voll. Nach der Reihe sollte das der Fall sein. Nein, vorher schon. Egal. Kann ich das hier eigentlich auch abladen? Ja, eigentlich ist Stroh kein Häckselgut. Doch eigentlich wäre das ja schon Häckselgut, ja? Weil es wird ja im Mähdrescher gehäckselt. So, wir haben hier eine Abladestation für Stroh. Und sobald wir das hier auskippen, dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Und das reicht, um unsere Helfer zu bezahlen. So, wie gesagt, hier darf ich dich abstellen. Das ist ja doof. Ich wollte den jetzt hier einfach so hinstellen. Dann muss man halt da vorne, stellen wir ihn in die Hütte rein. Nein! Och, crap! Gleich mal voll in die Soße gelangt. What the hell? Der steht sogar ohne auf. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, davon blende ich eine Slow-Mo ein. Habt ihr gesehen, wie der sich aufgestellt hat? Ist ja krass. Ich hatte das, als ich die Map getestet hat, schon ein paar Mal beim Holzaufladen. Aber da ist er nie alleine aufgestanden. Vielleicht, weil ich ein Gewicht hinten dran hatte. Alles gut zu wissen, dass es ohne Gewicht funktioniert. Wenn der Frontlader ganz nach unten geht. Die Maps sind eigentlich alle recht cool angelegt, also die zwei, die es hier in diesem Pack gibt, standardmäßig. Wobei ich die Map hier ein bisschen schöner finde, weil sie flacher ist und hat ein bisschen mehr Forstwirtschaftsanteil. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt gucken wir mal, wie rum steht das Gewicht. So. Also die Halle drin war wohl zu voll, so dass wir das Gewicht nur hier gekriegt haben. Lass den Auflieger stehen, Junge. Falsch rum. Und jetzt nach oben. Genau so. So wollte ich das haben. Muss man die Dolly da noch dran koppeln. Und das geht nämlich unter das Gewicht. Ja. Habe ich einfach mal so ausprobiert. Und das ist ganz cool. So, angekuppelt. Vorwärts geht's.
Ja, mit unserem guten Stück hier. Und da kommt schon wieder ein Auto, glaube ich, ja. Gibt's ja gar nicht. Und die Autos fahren hier so langsam. Die kann sogar einen Trecker überholen. Ja. Mitten im riesen Auflieger hinten drin. Ich mag das. Ich mag den wirklich. Also die Kombination habe ich auch im Test gespielt. Natürlich muss man am Anfang Schulden machen. Das mögen wahrscheinlich viele von euch nicht. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem, weil es die Option auch gibt. Und ich muss dazu sagen, du musst es ja wieder reinholen, ja? Und du bezahlst jedes Mal, du bezahlst auch Zinsen, ja? Du musst für den Kredit, musst du Zinsen bezahlen, bis du es zurückgezahlt hast. Von dem her finde ich das eigentlich ein gutes Konzept, was gut gelöst ist. Und scheue mich da auch nicht, jetzt zu sagen, nimm mal einen Kredit auf. Ja? Die Spielmechanik lässt es her, oder gibt es her, also nutzen wir doch einfach die Möglichkeiten. Keine Scheu davor, das Spiel so zu nutzen, wie es gebaut ist. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir wollen die ersten Bäume hier fällen. Die hier rechts stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit diese Folge schon anfangen soll. Ich glaube aber schon. Ich möchte euch nämlich zeigen, was die Säge hier kann. Ja, die hier. Ups. Diese Baumsäge. Seht ihr, wie die an ist? So, die können wir jetzt mit der linken Maustaste nach unten be bewegen. Mit der linken Taste links-rechts neigt sie sich und hoch und runter ist hoch und runter. So, wir fahren damit jetzt einfach. Ach so, eine rechte Maustaste. Links-rechts ist diese Klappe da. Ich weiß gar nicht, wofür die wirklich da ist. Ich benutze die immer, um die Bäume dann ein bisschen in die Richtung zu schieben, in die sie fallen sollen. So, einfach an den Baum ranfahren, wenn es denn klappt. Und dann fällt er genau geradeaus. Ja, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Und hat mir im Test auch später dann, nachdem ich ungefähr 50 Bäume per Hand gefällt hatte, die Arbeit ziemlich erleichtert. So. Wir fahren nämlich nur an den Baum ran. Und den Rest macht die Säge alleine, sobald sie an ist. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Was wir natürlich nachher per Hand machen müssen, ist das Entasten. Aber das muss man ja auch so machen, wenn man hier was sehen würde. Kann ich da noch näher ran? Wir gehen mal ins Gestrüpp. Ich würde sagen, so war man richtig. Oh, halt, nein, die Säge nicht hoch. Das soll schön unten bleiben. Hilfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das heißt, wir tappen mal gerade. Der hier ist gleich voll. Und dann werden wir das hier zurückbringen. Warte mal, das brauchen wir hier an dem Feld dann später.
absenken, abhängen. Nehmen wir kurz den Lade den Anhänger. Dann müssen wir nämlich den Mähdrescher mal leeren. Mit N öffnen wir die Plane. Ah, das ist gut, wenn ich. Also ich habe das Spiel 100 Stunden, denke ich mal, so ungefähr vorgetestet. Und ich kann jetzt schon einiges. Ja. Alle Funktionen kenne ich auch noch nicht auswendig. Muss auch noch manchmal gucken. Aber soweit, ich blockiere jetzt absichtlich den roten Dinger hier. Wie heißt der doch gleich? Mähdrescher. Damit der hier mir nicht davon fährt. Seht ihr? Seht ihr? Zack, zack, fährt er davon. Der soll aber nicht davon fahren. Alle Akta ist, was zu beweisen wäre. So war das nicht gedacht. So, gut, er macht jetzt hier mal schön voll. Unser Anhänger, so, jetzt darfst du weiterfahren. Und wir bringen das gleich mal in unser eigenes Silo. Wie auf jeder Map haben wir ein eigenes Silo. Und das ist nämlich ganz praktisch. Da kann man das Zeug zwischenlagern, bis die Preise hochgehen. So, wenn ihr das erste Mal über so ein Ding fahrt, dann fährt er nochmal einfach weiter. Dieses Mal nicht, das war schon mal gut. Und dann laden wir ab. Es gibt natürlich kein Geld, weil wir verkaufen es ja nicht. Wir lagern das nur zwischen. Wir fahren mit dem Träger hier gleich nach dem Gruber holen. Ne, den Ladewagen könnten wir. Doch, wir holen den Gruber. Einmal eine Kurve gedreht. Was auch cool ist, du hast hier viel Platz. Für den Träger hier ist der Gruber. Ja, seht ihr, wie der schwimmt? Eigentlich viel zu schwer. So, im Test habe ich hier auch in die andere Richtung gegrubbert und gemacht. Und dann hat er da oben rechts immer ein Stückchen stehen gelassen. Das möchte ich jetzt umgehen. Deshalb machen wir das jetzt so. So, die Baumfräse müssen wir, glaube ich, wieder anstellen. Die ist ausgegangen. B. So, weshalb ich jetzt mit dieser Maschine arbeite und nicht per Hand, hat eigentlich den Vorteil, dass wir dadurch mehr Baum kriegen. Die Bäume werden tiefer abgeschnitten wie per Hand. Und die Baumstümpfe sind so, dass wir einfach drüber fahren können. Wenn wir die per Hand absägen, sind die zu hoch. Also die musst du dann immer noch nachbearbeiten. Und über die hier kannst du einfach drüber fahren. Das merkt kein Mensch. So. Und ihr seht bestimmt, wenn ihr euch abgemüht habt mit den Handsägen. Ihr werdet nie wieder mit der Hand sägen, wenn ihr diese Maschine habt. Ich möchte euch das Ding jetzt nicht verkaufen, aber ich empfehle es euch, ja. Weil es ist einfach cool. Ihr fahrt einen Baum ran und zwei Sekunden später liegt er am Boden. Wenn ihr es richtig anfahrt.
anderen machen wir auch in die gleiche Richtung. Deshalb fahren wir jetzt einfach kurz zurück. Und dann sind wir auch gleich schon am Ende der ersten Folge, hoffe ich. Wenn unser Mähdrescher gleich auch fertig ist. Es geht so schnell mit den Bäumen. Was ist denn jetzt? Die Säge steckt fest. Das hatte ich noch nie. Erste Mal, dass die Säge feststeckte. So, und krass sind. Was ist denn jetzt los? Krass sind halt diese Bäume. Die sind so mega groß. Und wenn du die nachher verletzt, brauchst du 3 Stück. Dann hast du dein Timber Runner voll. Na. Manchmal zickt die Säge. Na, schon wieder. So, hier ist noch, sind noch 2 und vorne habe ich glaube ich noch einen. Es ist halt sowas von einfach. Kurz dran stehen, zack. So. Säge an und Asten. Einmal in lang gerannt. Geht auch ruckzuck. Ne? Dafür brauche ich keinen Vollanker. Natürlich ist es mit dem wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, vor allem du kannst dann halt auch wirklich die Stämme auf Länge schneiden. Du kannst angeben, vermute ich mal, wie lang die Stämme sein sollen. Und dann ist es viel einfacher noch. Ne? Das ist ja auch keine Arbeit hier. Bisschen rumlaufen, bisschen Äste schneiden. Und dann ist es. So, ein steht noch genau da oben. Also aber nur entasten. Beim Entasten passiert es auch manchmal, dass noch ein Ästchen dran bleibt. Das seht ihr dann aber spätestens beim Beladen. Und da geht einfach mit der Säge dran und zack ist das Ding weg. Also was war denn das? So, guck mal, wir haben jetzt in 10 Minuten, glaube ich, ungefähr die ganzen Bäumchen hier gefällt, bis auf den einen. Und auch noch alle entastet. Zumindest dann, wenn wir gleich fertig sind.
Das nächste Mal machen wir uns dann an den Abtransport und den Verkauf unserer Ware. Die Stöckchen geben nämlich dann schon viel Geld. Das wird man dann auch sehen. Gut, scheint zu passen. Da haben wir noch zwei oder drei, ich glaube zwei, die wir entasten müssen, und dann sind wir damit auch schon durch. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, ich muss wissen, was euch gefällt, ob ich das so weitermachen soll. Oder wie ihr sagt, das ist so piep, das kann ich mir schenken. Aber wahrscheinlich werde ich dann trotzdem weitermachen. Weil es macht mir einfach Bock und ich möchte euch einfach ein bisschen dabei haben. Wenn ich LS oder FS, je nachdem aus welchem Land ihr kommt. Wir nennen es Landwirtschaftssimulator, eigentlich heißt der Farming Simulator, wenn ich das zock. Ach, die Säge ist nicht an. Bin ich gerade schon gewundert. Ich wollte gerade schon was sagen, dass der Baum komplett in die falsche Richtung auf den Trigger guckt. Aber er hat sich zum Glück nochmal anders überlegt. So. Und was macht unser Mähdrescher? Der muss noch eine Runde fahren. Dann hole ich mal da schnell den Ladewagen. Ja noch fertig fahren. So lange können wir hier noch aufladen mit dem Ladewagen. Stellt euch das mal vor, wir laden mit dem Ladewagen auf. Ist ja incredibile. Bisschen was vergessen. Hm? Kannst du mal sauber und ordentlich arbeiten und nicht husch husch. So, unser Mähdrescher-Beauftragter ist somit fertig, wird gleich rechts oben erscheinen. Helfer A hat die Arbeit erfolgreich beendet. Und Helfer B, bin nämlich ich, der wird jetzt auch seine Arbeit beenden. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben, Abo oder whatever, auch gerne einen Kommentar. Und bis zur nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator am Samstag geplant. Bis dahin, ciao.